Aber gut, jetzt, wenn man sich mal ein bisschen umschaut, dann steigt die Framerate auch wieder. Das ist ja das ewige Dilemma im FSX. Ja gut, gucke ich mich noch mal im Cockpit um. After Passing, jo, genau, okay, dann bin ich jetzt noch im Takeoff und dann gleich im eigenen Flightplan und raus aus dem ATC im Grunde genommen, ne? Genau, also der schmeißt dann im Prinzip automatisch raus Super. und wenn man dann zum Beispiel 50 Meilen vom Airport ist, vom Ziel-Airport, dann kann man den ATC auch wieder adden. Dafür wählt man dann in dem ATC-Fenster einfach den ICAO bei ICAO Change aus und dann Contact ATC und dann hat er ihn wieder drin. Okay. Und das schätze ich dann einfach ungefähr ab, wann ich dann. Man kann es auch schon vorher machen, das ist überhaupt kein Problem. Aber der connectet einen dann wahrscheinlich erst, wenn er in der Reichweite ist. Genau. Okay. Also ich bin jetzt kurz mal AFK. Alles klar. So. So gut. Gucke ich mir mal ein bisschen im Cockpit um. Ich habe hier gerade gesehen, es gibt jetzt auch ein paar Grafikbugs. Naja, gut, okay, das liegt an meiner Grafikkarte. Aber es gibt auch ein paar etwas bessere Texturen, wie ich hier sehe. Also viel hat sich im Cockpit natürlich hier nicht geändert. Das ist klar. Aber Texturierung ist ein bisschen besser. Die Spiegelungen haben sich ein bisschen verändert hier im Babybus. Und ja, ich wünschte, ich könnte euch das Wetterradar zeigen, aber es ist scheinbar nicht unbedingt so am Funktionieren, wie ich das haben will. Ich guck mal gerade hier mir die Einstellung vom Wetterradar an, wer zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hochlade, selber den Airbus X, den kleinen in Anführungszeichen schon hat und hier irgendwie einen Fehler sieht, den ich gemacht habe, dann einfach mal sagen, dann werde ich das beim nächsten Mal ein bisschen anpassen und einfach mal schauen, wie das mit dem Wetterradar hier funktioniert. Wäre natürlich auch schön zu sehen. Wen habe ich denn hier unten? Ah ja, das bist du, Leon. Du hast ein bisschen andere Departure Route gehabt, scheinbar. Ja, wahrscheinlich Ja. habe ich einfach nur den Call anders ausgewählt. So, Timelapse 42 Minuten. Ich gucke dann einfach mal gerade in den Flightplan rein, was er mir da sagt. LSR UTC 1203 und wir haben jetzt Ingame. Ach shit, ich habe die Zeit nicht synchronisiert. Das tut mir natürlich leid. Jetzt bin ich irgendwie mittags. Das mache ich dann beim nächsten Mal am besten einfach. Ja, Moment. Ich hatte doch gerade irgendwo die Uhrzeit. 11:22, 12:03, also die 40 Minuten. Ja, das kommt knapp hin. Aber das sehen wir dann, ob ich dann einen Delay habe. Denn ich fliege jetzt hier mit oder für die Virtual Airline Air Berlin, in die mich Leon jetzt eben eingeladen hatte. Und die Funktion der FS Cloud, was Virtual Airlines angeht, ist echt auch ziemlich nett gemacht, dass man seine Flüge hier getrackt bekommt, dass man eben die Routen durch die VA gestellt bekommt und dann eben auch Zeiten gestellt bekommt und dann eben ja seine Statistiken ein bisschen verfolgen kann. Gucken wir mal Also gerade. Ja. man kann sich natürlich auch Flüge gerne wünschen. Das kann man in allen VAs und wer möchte, der kann sich natürlich auch seine eigene VA erstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ich sehe jetzt hier gerade, also wir haben jetzt hier so um die 15 bis 20 Leute insgesamt, die gerade mit einer VA fliegen. Und auch ja, einen detaillierten Flightplan haben, ihre Passengers ausgewählt haben. Auf was basierten die Anzahl der Passagiere? Auf den vom FSX ausgewählten oder auf was anderem? Also die Passagiere basieren im Prinzip auf der Flugstrecke Oh, von den okay. Meilen her. Also desto kürzer die Strecke, desto weniger Passagiere. Das wird nämlich dann demnächst, wenn es einen Restart gegeben hat, wenn das wirklich ganz offiziell auch online ist, wird es nämlich so sein, dass die Passagiere nämlich dann auch gewisse Einkünfte bringen sollen. Und dann lohnt sich es natürlich eher Mittelstrecke bis Langstrecke zu fliegen als diese kurzen Flüge. Ach ja, Natürlich kann das ist man klar, okay. Kurzstrecke immer noch fliegen, soll man auch, definitiv. Ja, aber letzten Endes für die Airline bringt es dann schon tendenziell mehr.
wenn man natürlich dann mehr Passagiere hat. Und es ist auch so, man kann sich natürlich auch Delays und Crashes einfangen. Und dann Sehe ich sinkt auch natürlich auch gerade, das ja. Ansehen, ne? Und dann kann man Ja. sich natürlich auch das Ansehen natürlich total versauen, wenn jetzt, wenn man Piloten drin hat, die ständig crashen. Also da muss man dann auch als Owner, beziehungsweise als Manager schon darauf achten, dass man halt wirklich auch geschulte Leute dann Ja, klar, je in die nachdem. Airline Ja. aufnimmt. Und bei uns in Air Berlin ist es zum Beispiel so, wir bilden letzten Endes auch selber aus. Also wir begleiten die Piloten dann auch wirklich, wenn sie Bedarf haben bei den ersten Flügen, setzen uns mit denen irgendwo mal ins Cockpit rein. Dafür stellen wir dann extra nochmal einen Server auf die Beine. Und ja, also das funktioniert schon ganz gut dann. Ja, Top-Sache, muss man sagen. Also, ist es klasse, wie das heute alles so funktioniert hat. Ich bin, ja, keine Ahnung, jetzt ist 5 Uhr, nicht unbedingt allzu spät hier auf den Teamspeak gekommen und jetzt hier direkt ein paar Stunden später einen Flug als, ja, mehr oder weniger neuer Member der VA zu haben mit der ganzen Erklärung und dem ganzen technischen Support hier für die FS Cloud, das ist schon super. Kann ich nur sagen, Leute, super Alternative zu allen anderen Multiplayer-Netzwerken beziehungsweise Möglichkeiten. Und wenn ihr nichts dagegen habt, kann ich ja auch mal die TS-IP hier verlinken. Obwohl ich sagen muss, dass ich nicht unbedingt extrem häufig vorbeischauen werde, weil, wie gesagt, natürlich die meisten Leute immer noch mit meinem TS den ganzen Kram verbinden, aber wenn ich irgendwo hier, ja, Pause-Channel, ich glaube, den werde ich mal für mich bunkern dann. Wenn Also wir können ich. natürlich hier, wir können natürlich auch nochmal den Super Pro Channel eröffnen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, ich meine, so weit käme es noch, das ist absolut Also. nicht nötig. Dafür habe ich ja bisher meinen eigenen TS. Aber es ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie eine neue Gruppe von Leuten kennenlernt, die dann auf dem eigenen TS rumhängen und man halt jedes Grüppchen halt so seinen eigenen TS hat. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Da muss ich dann einfach mal gucken, dass wir ja generell mal so ein bisschen hin und her switchen, was so TS angeht und einfach vielleicht uns ein bisschen auch verständigen, was Flüge angeht. Also ich kann natürlich auch mal auf dein TS kommen, ne? Das ist auch irgendwie überhaupt kein Ja, Problem. genau. Wenn man Also. irgendwie mal einen Flug anfängt oder mal drüber nachdenkt, einfach mal einen Flug rauszuhauen, dann komme ich, glaube ich, auch einfach mal ein bisschen hier rüber. Und jetzt beispielsweise durch den Neustart von meinem PC, von eben bin ich jetzt gar nicht mehr auf dem anderen TS, da werden mich auch Leute suchen, glaube ich. Und ich habe nämlich hier jetzt auch im FS Cloud Chat gesehen, dass einer meiner Abonnenten ja auch noch mitfliegt, zumindest mindestens mal einer. Und der wird mich wahrscheinlich auf meinem TS irgendwo suchen und vermissen, dass wir das dann irgendwie beim nächsten Mal klären. Also ich bin auch dein Abonnent. Ha, oh, schön zu hören. Jo, ich sehe jetzt hier gerade auf der Karte, dass, glaube ich, alle irgendwie einen anderen Flightplan haben als ich. Ich glaube, im Endeffekt haben, glaube ich, die meisten, die jetzt hier fliegen, den von Rootfinder. Und ich glaube, Jusse oder du hattest den anderen, oder Paddel, ich weiß nicht, irgendeiner von euch hatte doch den Flightplan eben den anderen da reingepostet. Und ich bin, glaube ich, der Einzige, der den jetzt fliegt. Ach so, okay, ja, ich fliege auch noch den alten. Okay, Also, also. ich war das nicht, weil ich Ja, fliege ja okay. von Monaco. Ja, okay. Gut, dann, ja, aber generell, irgendwie niemand fliegt da, wo ich fliege gerade, naja, gut. Ich bin jetzt gerade von Köln gestartet. Sonst schmiert mein Flugsimulator wieder ab. Aber ja, Ja. mittlerweile sehe ich schon Lyon neben mir. Möglich? Jo. 10 Meilen entfernt. Ja, dann sehen wir uns, ja. Also bei der Cloud ist es zurzeit zum Beispiel noch so, dass man sich erst im Umkreis von 10 Meilen sieht. Auch namentlich, weil ansonsten ist das wohl mit den Framerates so eine Sache. Ehrlich, ist nur durch den Namen Zurzeit interessant. ja, das ist wohl irgendwie mit der SIM-Connect noch nicht so richtig, soll Okay. aber mit den weiteren Versionen noch geändert werden. Ja. Da bin ich auch gerne dabei. Also wenn es, das bekomme ich natürlich gerade drauf, wenn es jemanden gibt, der Programmierer, beziehungsweise irgendjemanden, der auf mich zukommen will in der Hinsicht, dass ich mal ein paar Änderungen auch publik mache, dann bin ich da natürlich auch gerne für zuständig. Also wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey, bla bla bla, das sind so unsere Pläne oder das und das werden wir bald releasen oder das und das ist jetzt in der neuen FS Cloud Version drin, kann ich auch gerne ein Video drüber machen, weil das ist ehrlich gesagt in meiner Zeit als jemand, der FSX-Videos macht oder natürlich auch den FSX aktiv spielt, so das erste Projekt, was überhaupt für mich sehr interessant ist.
und wo ich auch gerne natürlich auch unterstütze. Klar, die großen Firmen, die sind natürlich auch mit vielen interessanten Sachen dabei, aber die brauchen ja ehrlich gesagt gar nicht mal unbedingt so die Unterstützung, aber vor allem solche Projekte in einer doch ziemlich weit verstreuten Community, wenn man da ein bisschen was bündeln kann und da ein bisschen promoten kann, das ist sicher ganz praktisch. Also man muss dazu sagen, richtig interessant wird es natürlich, wenn der Restart gekommen ist, dann wird es ein neues VA-System geben, sehr wahrscheinlich, und da wird es dann halt richtig spannend dann auch, wenn man da dann neue Videos macht. Ja. Genau. So, ich... Achso, was man jetzt auch den anderen nochmal sagen sollte, die FS Cloud ist rein privat, also da steckt wirklich keine einzige Firma hinter. Also das VA-System kommt von einer einzigen Person und die Cloud auch. Ja, das ist natürlich interessant zu hören. Dann gibt es halt noch verschiedene Apps hierbei, bei der Cloud. Für die Leute, die zum Beispiel gerne Human ATC machen, gibt es eine Human ATC App. Darüber können die sich dann auf die einzelnen Tower setzen und können dann halt die Flugzeuge dementsprechend runterlotsen. Wer gerne vorgefertigte Worldtouren haben möchte, kann sich natürlich auch eine Worldtour angucken. Da sind auch schon einige drin. Oder halt Europatouren, Amerikatouren, Afrikatouren, Südamerikatouren sind alles drin. Wer da irgendwie noch irgendwie Bedarf hat, irgendwo anders eine Tour zu haben, kann man gerne reinstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Zurzeit bin ich derjenige, der so die Worldtour-App so ein bisschen verwaltet. Und ja, das kann man aber auch noch zeigen dann. Ja, genau. Also so ein paar Kleinigkeiten, die ich heute gelernt habe, die kann ich unter Umständen ja auch einfach nochmal in ein kleines Video verpacken. Also vor allem, was hier Virtual Airlines und ATC angeht, das hat natürlich bei dem ersten direkt spontanen Tutorial-Video, was ich rausgehauen habe, nicht so gut funktioniert. Da habe ich mich selber noch ein bisschen dämlich gezeigt. Aber ja, es war mir eben auch wichtig, die Sache zu promoten, weil, wie gesagt, ich bin ja jetzt, glaube ich, schon viele Jahre auf Thomas angewiesen, der eben mit seinem Laptop gehostet hat, oder eben Hamashi damals, oder einen dilettantischen und meiner Ansicht nach auch total schlecht programmierten Server von FS Host, hieß es damals. Und auch die etwas kleineren Server von FS Open waren alles nicht so das Gelbe vom Ei. Natürlich die Möglichkeit mit Thomas Server war noch am besten, aber das war dann eben auch beschränkt auf die Leute, die jetzt einfach mitgeflogen sind und nicht auf eine große Community ausgeweitet. Und daher habe ich mein Video zu dieses kleine Tutorial ja ein bisschen quick and dirty gemacht und vielleicht folgt da auch nochmal ein anderes, aber unabhängig davon natürlich meine Empfehlung, sich das Ganze mal ein bisschen eingehender anzuschauen und vor allem auch hier die Möglichkeit haben, einfach ohne großen Aufwand, ohne große Vorbereitung mit allen möglichen Leuten spontan auch fliegen zu können, ohne sich die Sorgen zu machen, einen Server irgendwie zu finden. Also, was vielleicht noch interessant ist, der Server hier von der Cloud läuft bei einem Provider. Mhm. Also der steht jetzt nirgendwo zu Hause, ja, sondern der ist mittlerweile auf einem richtigen Provider-Server wohl. Mhm. Früher zu Hippie-Happy-Zeiten, das ist der Vorgänger, da war es nur ein richtiger Stand-PC, der 24 Stunden durchgelaufen ist. Ach, ehrlich? Okay. Ja, ja. Aber da konnten halt auch nur die 60 Personen halt auf den Server und dann war Feierabend, ne? Ja, ich da musste man dann teilweise wirklich schon mal eine Stunde warten. Hey, jetzt kannst du rein, jetzt ist gerade ausgestiegen. Ja. Das haben wir jetzt nicht mehr. Also jetzt ist es, ich glaube 60, oder? 16? 60? Nee. Achso, 60 wirklich? So viel? Ja, 60. Ja. Ah, okay. Okay. Also jetzt ist es halt nicht limitiert, jetzt können hier so viele rein, wie sie wie können, wie sie wollen. Und meine ganz, ich weiß nicht, ob ich das jetzt dreist nennen kann, aber vielleicht eine dreiste Frage. Gibt es in Zukunft Pläne von den Programmierern, auch eine Version für Self-Hosts zu erstellen? Also das heißt so eine Art, vielleicht sagt ihr das ja was, FS-Host, also das... man ein Programm an die Hand bekommt, wo man auch selber einen dedizierten Server hosten kann, so unter dem Motto Windows Server, BZW Linux Server, dass man da einfach ein Serverprogramm in die Hand bekommt und dann da was hosten kann, oder wird das FS Cloud Only bleiben? Also ich würde schon eher sagen, dass es FS Cloud Only ist, aber da müsste man natürlich jetzt wirklich dann den Programmierer fragen. Ich habe ihn eben auch schon mal versucht anzuschreiben. Er war bis jetzt leider nicht da, aber der ist auch am Arbeiten noch, ja, wahrscheinlich. Okay.
Der wird dann meistens so gegen abends dann auftauchen. Also den kann man natürlich da auch nochmal fragen, im Zweifelsfall. Ja. Weil das war ja so für mich jetzt als jemand, der immer mit ein paar Leuten geflogen ist, so 5, 6, 7 Leute oder bei Events dann natürlich auch mal Leute eingeladen hat, immer das große Problem. IVAO war den meisten zu komplex, mir natürlich auch. Und die Self-Host-Möglichkeiten waren natürlich extrem beschränkt. Bis vor einem halben Jahr oder so bei mir, vor allem dadurch, dass ich eine schlechte Internetleitung hatte, konnte ich nicht hosten. Danach das Problem, dass ich ein Modem hatte und jetzt somit gar keiner mehr connecten kann auf meinen Server, außer Hamachi. Bei Hamachi wieder das Problem, zig hundert Netzwerke, die man dann aufmachen müsste, fängt dann auch extrem an zu laggen, das potenziert sich auch. FS Cloud ist dann einfach bisher die einzige Möglichkeit, dass man ganz viele Leute unter einen Hut bekommt. Aber ich bin halt immer noch, und vor allem jetzt, bevor ich die FS Cloud gefunden habe, auf der Suche nach einem Programm gewesen, was ich auf meinen Windows-Server schmeißen kann und darüber hosten kann. Und das heißt, unabhängig von meiner eigenen Internetleitung und unabhängig von einem installierten FSX einfach agieren kann. Und da war FS Host im Moment eigentlich die einzige Möglichkeit, aber die war halt extrem laggy und eigentlich ziemlich schlecht. Okay.